Ich bin Christopher, bin 30 und mache jetzt meine Ausbildung bei Baug zum Verfahrenstechnologen für Mühlen- und Getreidewirtschaft, die Kurzform einfach Müller. Hier in der Feinmühle stellen wir halt Mehle her, Typenmehle, vom Weizenmehl 405 bis zum Vollmehl, aber auch Dinkelmehl oder Roggenmehl. Meine Aufgaben als Müller sind halt zum einen das Reinigen vom Getreide, aber auch die Verarbeitung vom Getreide, also vom Korn zum Mehl. Man lernt auch, was der Bäcker lernen muss, die ganzen Backeigenschaften, was der Laborant wissen muss, das muss der Müller auch wissen, die ganzen Laborarbeiten. Der Beruf des Müllers ist definitiv umfangreich. Nach der Ausbildung kann man sich natürlich auch weiterbilden. Die Ausbildung zum Meister und Techniker geht auch, sind dann halt nochmal 2 Jahre extra. Aber dann wäre ich halt staatlich geprüfter Techniker mit Meistertitel. Es gibt nicht mehr viele Müller. Es gibt deutschlandweit jetzt nur 120 Auszubildende. Gewünscht ist der Beruf des Müllers schon, definitiv. Einen Job bekommt man auch überall. Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Weil die deutsche Ausbildung zum Müller halt sehr angesehen ist, auch im Ausland. Mir persönlich ist es definitiv wichtig, dass die Ausbildung auch vielseitig ist oder allgemein der Job. Weil wenn es irgendwann eine monotone Arbeit ist, bringt es keinen Spaß mehr. Ja, das Team hier bei uns in der Mühle, das ist so eine kleine familiäre Gruppe, sag ich mal. Mitunter ein bisschen Lachen, ein paar Scherze, das muss definitiv sein. Ja, wenn ich durch den Laden gehe, dann gucke ich natürlich schon, haben die jetzt von uns Produkte, was für Produkte haben die von uns. Also auf Baug kann man stolz sein. Bio und Demeter ist mir schon wichtig. Es ist definitiv ein gutes Gefühl, wenn man der Natur was zurückgibt, ja. Es ist schwierig zu sagen, was für mich am allerschönsten ist. Es ist für mich der Umgang mit den Lebensmitteln, aber auch der Umgang mit der Technik. Dass das einfach Hand in Hand ist. Also für eine Ausbildung ist Baug definitiv der Ort, wo man hin sollte, sag ich. Die Auszubildenden werden gefördert und die Förderung ist das, was den Betrieb definitiv ausmacht. Der Umgang untereinander und die Förderung. Wenn ich an Baug denke und wofür Baug steht, das ist, dass wir sagen, wir wollen, dass das Produkt, was wir produzieren, wirklich gesund und gut für den Menschen ist. Aber auch fair bleibt für die ganzen Landwirte. Ich stehe für Baug, ja.